als Top-Hersteller von Holzfeuerungsanlagen haben dann unsere Eltern 1984 das Unternehmen gegründet. Die Idee war eigentlich ganz simpel, und zwar hat der Vater der Mutter versprochen, ich baue dir eine Heizung, wo du nie wieder nachlegen musst. Nicht mit dem Hintergedanken, dass sich eigentlich da ein Riesenmarkt bzw. eine Riesenfirma entwickeln lässt, sondern einfach für sich selber, dass sie nicht mehr Holz manuell nachlegen müssen. Und so ist die Firma Hagassen entstanden mit der ersten automatischen Hackschnitzelheizung 1984. Gerade in diesen Zeiten war es extrem schwierig, mit einer Holzfeuerungsanlage den fossilen Marktbegleitern hier die Stirn zu bieten. Das Unternehmen hat sich aber permanent weiterentwickelt. Und zwar haben wir von Anfang an gesetzt auf eigene Entwicklung bzw. eigene Produktion. Die Firma Hagassen hat derzeit 57 Mitarbeiter an diesem Standort. Dann sind wir 1100 Mitarbeiter in der Gruppe. Die Produktionskapazitäten sind über 25.000 Kessel im Jahr, was wir den Standort machen können. Und der Standort wird permanent ausgebaut. Im Exportbereich sind wir momentan in über 40 Ländern aktiv, speziell in Europa, Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz sind die Hauptmärkte, aber auch in Übersee, Kanada, Neuseeland, Südamerika sind unsere Anlagen gefragt. Als Komplettanbieter bei den Biomasseheizungen ist unsere Stärke nicht nur bei den Kessel, sondern auch bei den Wärmeverteilsystemen. Und das können wir optimal nutzen bei kleineren Anlagen, Einfamilienhausbereich, aber auch Gewerbe, Hotellerie oder auch im Industriebereich. Unser Anspruch war schon immer sehr hoch, indem dass wir hohe Automatisierung im Haus haben oder einer der modernsten Blechfertigungen eigentlich, haben wir ja die Technologie-Schwenkbühnen schon gekannt. Wir haben davor schon mit sehr viel Robotertechnologie Erfahrung gehabt und darum haben wir es der Firma Salvagnini natürlich nicht gerade einfach gemacht, wie wir denen unser Anforderungsprofil gegeben haben. Die Anforderungen waren von Anfang an klar gestellt. Automatisierung, das heißt vom Lager automatisch rausarbeiten, die Flexibilität der Anlage automatisch in unsere Warenträger rein zu produzieren, natürlich die Prozesssicherheit so hoch wie möglich zu halten und natürlich Geschwindigkeit. Wir haben da mit Salvagnini einen Partner gefunden, der was von Anfang an auf unsere Themen eingestiegen ist. Das heißt, automatisieren, Flexibilität, uns haben die Optionen von der P4 gut gefallen. Unsere Leute sind mitgegangen, weil sie sofort gesehen haben, die Chancen und die Flexibilität an unseren Produkten weiterzugeben. Die Hauptvorteile in der Blechfertigung waren bei uns ganz klar die Kapazität und die Flexibilität der P4 sowie die Geschwindigkeit und die Möglichkeit, just in time in der Produktion zu fertigen. Wir können auf der P4 Produkte herstellen, die wir vorher nur auf manuellen Abgangpressen fertigen können haben, wodurch jetzt meine Mitarbeiter für administrative Tätigkeiten oder für Entwicklungsarbeiten an den Blechteilen verwenden und einsetzen kann. Wir können die Stanzprozesse entlasten und zum Beispiel über die Cut-Funktion direkt auf der P4 Profile herstellen. Mittels OPS-Schnittstelle ist die Anlage wunderbar in unsere bestehende Automatisierung eingegliedert worden, wodurch meine Mitarbeiter einfach die Maschinen starten und bedienen können und die Fertigungsaufträge zur richtigen Zeit abarbeiten können. Die P4 läuft bei uns auf zwei Schichten mit jeweils einem Mitarbeiter. In der dritten Schicht, in der Nachtschicht, produziert die Anlage dann automatisch alleine durch. Durch das Zusammenspiel von einem bestehenden Lagersystem und der P4 konnten wir die Rüstzeiten eigentlich komplett eliminieren, wodurch wir unseren Output extrem erhöht haben. Nur dazu kommt, dass wir den Ausschuss eigentlich gegen null minimiert haben. Beeindruckend ist für mich der High-End-Maschinenbau von Salvagnini und trotzdem das Ganze in Kombination mit einer einfachen Bedienung und mit einer einfachen Programmierweise von der ganzen Anlage.
Gerade die einfache Bedienung macht es uns möglich, Mitarbeiter flexibel einzusetzen und schnell an der Anlage anzulernen. Durch die Chance, innovative Maschinen im Betrieb einzusetzen, können sie die Mitarbeiter weiterentwickeln und natürlich auch mit den Unternehmen wachsen. Aktuell sind wir schon wieder beim nächsten Projekt dran. Wir machen unabhängig von der automatischen Blechfertigung eine Standalone-Maschine, eine S4P4, da wo wir unabhängig in die Montagelinien reinproduzieren, da wir nur schneller werden, unabhängiger und direkt die Ware, was jetzt benötigt wird, genau zum Zeitpunkt liefern. Von Anfang an haben wir das gewusst, dass das natürlich nicht ganz so einfach wird, weil wir unsere Anforderungen extrem hochgestellt haben. Aber Salvanini ist auf alle unsere Fragen eingegangen. Wir haben sofort auf Augenhöhe unterwegs gewesen und schlussendlich haben sie uns nachher bei den Referenzbesuchen wirklich begeistern können, mit welchen Optionen, dass sie da uns unterstützen können für die Zukunft. Ich bin froh, dass wir den Schritt gegangen sind. Ich freue mich schon auf die Zukunft. Die nächsten Projekte sind ja schon wieder in die Startlöcher.